Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, sehr verehrte Damen und Herren, einige hier im Saal der Heinrich-Böll-Stiftung, aber die allermeisten digital dabei. Wir freuen uns, dass Sie und ihr da seid zum Launch unserer kleinen Kurzfilmreihe Hashtag Systemrelevant. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 2021. Das ist nicht unbedingt ein Festjahr, sondern es wirft einen Blick in die Vergangenheit und in die Gegenwart einer äußerst vielfältigen, einer erfolgreichen und einer tragischen Geschichte, die uns bis heute beeinflusst, die immer wieder Diskussionen initiiert und Narrative formt. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das ist eine Aufforderung hinzusehen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Jüdinnen und Juden die deutsche Gesellschaft in ihrer Vielfalt und ihrem Zusammenleben maßgeblich geprägt, gestärkt und weiterentwickelt haben. Deutlich zu machen, dass jüdisches Leben und Alltag in Deutschland seit Tausenden von Jahren relevant ist, in allen gesellschaftlichen Systemen der Vergangenheit und für die Systeme unserer demokratischen Gesellschaft heute. Den Begriff systemrelevant haben wir im letzten Jahr gelernt, als unter den extremen Bedingungen einer Pandemie deutlich wurde, wo diese Gesellschaft vulnerabel und verletzlich ist. In allen Bereichen der Daseinsvorsorge, von der Gesundheit über die Bildung, die Versorgung und die Sicherheit. Und auch hier selbstverständlich Jüdinnen und Juden mittendrin. Und so gewinnen Begriff und Sache eine doppelte Bedeutung. Jüdisches Leben ist relevant für Deutschland und Jüdinnen und Juden sind selbstverständlich auch in den für das Funktionieren der Gesellschaft relevanten Bereichen präsent. Das zu betonen ist uns deshalb so wichtig, weil wir ein klares Zeichen natürlich setzen wollen. Gegen Antisemitismus, gegen Ausgrenzung, gegen subtile Herabsetzung und gegen zähe, gleichwohl verfehlte Narrative. Unsere Demokratie braucht jüdisches Leben, sie braucht Vielfalt, sie braucht Prävention und Bildung, sie braucht Dialog und Offenheit. Sie braucht das Miteinander gegen die Gewalt und gegen den Hass. Und sie braucht unsere uneingeschränkte Solidarität mit Jüdinnen und Juden in unserem Land. Konkrete Menschen in ganz konkreten Lebenssituationen, die wir kennenlernen dürfen über diese Filme, sie sind die besten Verstärker der Botschaft. Je länger die Pandemie anhält, je belastender die Situation für alle wird, je sichtbarer gesellschaftliche Spaltungen hervortreten, umso eindeutiger muss unser Plädoyer für die Würde und die Freiheit jüdischen Lebens in Deutschland werden. Es ist von systemischer Relevanz, wie sicher, wie selbstbewusst sich Jüdinnen und Juden in Deutschland bewegen, wie sie arbeiten, wie sie studieren, wie sie ihren Glauben ausüben oder säkular sein können. Wir wollen mit den Kurzfilmen, die wir Ihnen heute präsentieren wollen, ein Bildungsmaterial zur Verfügung stellen, das, na klar, weite Verbreitung finden soll und vor allen Dingen falschen Narrativen das Bild von der Systemrelevanz, der Selbstverständlichkeit und der Sichtbarkeit jüdischen Lebens entgegensetzen will. Sie werden Mitarbeitende in Krankenhäusern erleben, Berufstätige bei der Polizei, bei der Bundeswehr, in Kitas, in Schulen. Was sind Ihre Erfahrungen? Wie blicken Sie auf Ihr Land, auf unser Land? Wie haben Sie die Pandemie in Deutschland erlebt? Wir wollen vor allen Dingen zuhören, verstehen und aus der Erfahrung der Interviewten lernen. Selbstverständlich war das Entstehen des Projektes selbst das Entdecken und das Aufdecken von Narrativen, von Bildern, wie sie in den Köpfen dieser Gesellschaft existieren. Uns haben viele Menschen und Institutionen bei diesem Projekt unterstützt. Die Bundeswehr und die Berliner Polizei zum Beispiel haben sofort ihre Mitwirkung zugesagt. Es gab aber auch Fälle wie die Berliner Feuerwehr, wo bis in die Führungsspitze und von dort zum Innensenat hin und her geprüft wurde, ob das wohl möglich sei.
ob nicht doch irgendein Neutralitätsgebot überschritten würde. Die Drehgenehmigung kam vor 5 Tagen. 5,5 Monate nach unserer Anfrage und nach Fertigstellung der Filme. Deshalb sehen Sie in dieser Reihe leider keine jüdischen Feuerwehrleute, aber von hier aus ein herzlicher Gruß an alle, die bereit waren, mitzumachen. Das Missverständnis eines selbstverordneten Neutralitätsgebotes begegnet uns in der politischen Bildungsarbeit allenthalben. Und von hier aus möchte ich sagen, Neutralität ist keine Antwort auf die Frage der Haltung von Demokraten in der Demokratie. Wer in dieser Gesellschaft nicht bereit ist für das Zusammenleben mit Jüdinnen und Juden und mit allen, die die Vielfalt in diesem Land repräsentieren, aktiv einzustehen, beschädigt es und gibt den Kräften Auftrieb, die es zersetzen wollen. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Projekt ein Teil der über 1000 Veranstaltungen sein können, die in diesem Festjahr, sage ich doch Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben veranstaltet werden. Und das ist natürlich die beste Überleitung, um das Wort an Silvia Löhrmann zu geben und uns allen einen inspirierenden und spannenden Abend. Liebe Silvia, the floor is yours. Ja, vielen Dank, liebe Ellen, liebe Gäste hier, liebe Gäste zu Hause an den Bildschirmen oder woanders an den Bildschirmen. Es ist mir wirklich eine große Freude, eine sehr große Freude, hier zu sein, weil ich natürlich nicht nur dem Festjahr verbunden bin, sondern auch der Heinrich-Böll-Stiftung verbunden bin, schon lange, lange Jahre hier und in Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte natürlich gern ein bisschen diese Veranstaltung einordnen in die Idee des Festjahres. Ellen Überschell hat zu Recht gesagt, ja, der Name Festjahr ist ja so treffend. Da hat der Verein auch länger drum gerungen. Ein Jubiläumsjahr haben wir bewusst nicht gesagt. Aber wir wollten auch nicht Gedenkjahr sagen. Insbesondere den jüdischen Akteuren war wichtig zu sagen, wir haben Gedenktage, die wir begehen. Und es soll etwas anderes sein, es soll eine erweiterte Perspektive sein. Und gerade dazu trägt die heutige Veranstaltung, das heutige Projekt bei, wie ich finde. Victor Hugo hat gesagt, das ist eins meiner Lieblingszitate, nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und offensichtlich ist die Idee gerade zu dieser erweiterten Perspektive gekommen, weil wir inzwischen, sage und schreibe, über 2000 Veranstaltungen deutschlandweit haben. Und dabei sind die wenigsten von den Finanzgebern finanzierte, sondern die meisten sind aus der Zivilgesellschaft gekommen. Und die Mitstreiter, die Begründer des Vereins, die wussten ja nicht, wie das wirkt. Sie wussten nicht, ob das aufgegriffen wird, dieser Gedanke, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zu begehen. Und es ist aber aufgegriffen worden, nicht nur durch die Institution, die wir an unserer Seite haben, sondern auch, und das werte ich als auch Auszeichnung unseres föderalen Systems in Deutschland, weil die Zivilgesellschaft so mitgezogen hat. Die Kommunen haben mitgemacht, die Museen, die christlich-jüdischen Gesellschaften. Ganz, ganz viele Organisationen haben sich diesen Gedanken, diesen Wunsch, das zu zeigen, diese Tradition, diese Geschichte anzuschauen, zu eigen gemacht und haben einen Beitrag geleistet oder leisten noch einen Beitrag. Warum 1700 Jahre im Jahr 2021? Es gibt in Köln, oder hat es gegeben, eine jüdische Gemeinschaft, die muss es gegeben haben, weil sonst nicht zu erklären wäre, warum der Kaiser Konstantin, der Colonia, Deutschland gab es ja noch nicht, aber Köln gab es schon, erlaubt hat und auch erbeten hat, dass Juden, da müssen wir mal nur die männliche Form nehmen, in die Kurie, die Stadtverwaltung, berufen werden konnten und sollten, weil sie offensichtlich auch prosperierender Teil des Gemeinwesens waren. Insofern ist dieses Edikt, von dem es eine Abschrift im Vatikan gibt, das älteste bisher bekannte Zeichen, der älteste Beleg jüdischen Lebens auf dem Territorium des heutigen Deutschland
ist. Dieser Name ist furchtbar lang, deswegen habe ich mir angewöhnt, immer zu sagen, Hashtag 2021 JLID. Da kommt man auch auf die Seite des Vereins und kann sich angucken, was es sonst noch alles gibt. Die Hauptziele, die der Verein damit verbindet und auch die Geldgeber und auch die Zivilgesellschaft sind, zum einen deutlich zu machen, wie konstitutiv und dass das Judentum konstitutiv für die deutsche Geschichte ist. Mit dem Reichtum, den der Anteil jüdischen Wirkens unserem Land gegeben hat, aber natürlich auch mit dem Auftrag, den wir aus der Shoah mit in die Gegenwart nehmen. Und wer das nicht so präsent hat, weil wir natürlich geprägt sind durch die Shoah und durch das Dritte Reich, der mag ins Museum von Frau Berg gehen und sieht an der Wand, wie viele Menschen das sind, bei denen man das gar nicht unmittelbar im Blick hat. Wie stark also der Beitrag in Wissenschaft, in Kultur, in Politik des Judentums ist. Der zweite Grund, und der passt besonders zum Projekt, ist der, jüdisches Leben heute sichtbar und erlebbar zu machen. Die Vielfalt, die Verschiedenheit, das ist der erweiterte, der neuere Blick, den viele nicht so unmittelbar haben. Und der dritte Punkt, und der ist ernsthafter und wird immer ernsthafter, den hat Ellen Überscher auch schon genannt, das ist natürlich der wachsende und erstarkende und sichtbar werdende Antisemitismus. Der war nie weg, aber er zeigt sich heute auch durch die sozialen Medien besonders stark. Und es ist natürlich ein starker Impuls, systemrelevant zu greifen. Das gehört für mich jetzt zu den drei Zielen dazu, zu zeigen, dass Jüdinnen und Juden systemrelevant für unsere Gesellschaft sind. In der Pandemie ist es deutlich geworden und in der Pandemie sind gerade Narrative, antisemitische Narrative, ganz stark wieder zutage getreten. Ich bin bei meiner Ärztin gewesen und sehe an deren, weil sie impft, sehe an deren Briefkasten ein Schild, ungeimpft und den Stern. Da wird einem anders und da wird einem klar, was in unserer Gesellschaft hier sichtbar wird. Ich will aber auch noch einen anderen Bogen ziehen und das ist die Böll-Stiftung. Unser Namensgeber, Heinrich Böll, ist schon immer als großer Humanist eingetreten und auch als einer der Ersten nach dem Krieg, die nach Versöhnung gerufen haben. Er hat mit 1959 die Germania Judaica in Köln gegründet, die Bibliothek. Und Heinrich Böll hat dafür geworben, Jüdinnen und Juden als normalen Teil unserer Gesellschaft zu betrachten. Und da zitiere ich aus seiner Erzählung »Die Juden von Drowe« von 1984. Die Menschen leben dort mit ihren Friedhöfen, richten sich da welche ein, wo sie bleiben wollten und eine Bleibe hatten, wo sie gar nicht angenommen, integriert werden mussten, weil sie längst angenommen und integriert waren, weil sie längst dazugehörten. Es war ihr Dorf, sie waren Deutsche, so klug und so dumm wie ihre Nachbarn, sprachen deren Platt, fühlten sich nicht endlich, sondern längst zu Hause, hatten Verwandte in den Nachbardörfern, spielten Karten mit den Dorfbewohnern, turnten mit ihnen und spielten Fußball, nahmen an Kriegen teil, wurden verwundet, fielen, hatten ihre Vorurteile, ihre Urteile. Zitat Ende. Ich glaube, das ist vielleicht eine schöne Überleitung jetzt zu den Geschichten, zu den Punkten, die uns die systemrelevanten Menschen erzählen. Und ich bin sehr gespannt darauf und freue mich, dass ich hier bin und hoffe mit uns gemeinsam, dass wir von dem, was wir jetzt erleben in diesem Festjahr, viel auch in unser normales Leben tragen und mit auch hineintragen in unsere Verantwortung für diese Gesellschaft und diese Demokratie. Vielen Dank. Ja, danke Ellen, danke Silvia. Mein Name ist Roman Schmidt, ich bin Referent für Zeitgeschichte in der Böll-Stiftung. Ich spreche jetzt ganz kurz und dafür nachher etwas länger und kündige an dieser Stelle nur Film ab an für die Miniserie Systemrelevant von Yael Reuveni.